Und wir werden heute auch darüber sprechen, ob wir hier in Brüssel den Auftrag erteilen, erneut Sanktionen zu verhängen gegenüber Russland, insbesondere aufgrund der Verurteilung von Nawalny, der Tatsache, dass er seine Haft jetzt in einem Straflager verbringen muss. Das wird uns heute beschäftigen. Und ich bin dafür, hier den Auftrag zu erteilen, derartige Sanktionen, Listungen von Einzelpersonen vorzubereiten. Gleichzeitig müssen wir aber nach Wegen suchen, wie wir im Dialog mit Moskau bleiben. Wir brauchen Russland, um viele internationale Konflikte beizulegen. Und deshalb wird auch das eine Frage sein, mit der wir uns beschäftigen müssen. Wie ist es möglich, einen konstruktiven Dialog mit Russland aufrechtzuerhalten? Auch wenn die Beziehungen, die wir im Moment haben zwischen der EU und Russland, sicherlich an einem Tiefpunkt angelangt sind.